bereite nur alles schon mal vor. Ja, dann fang an. Herzlich willkommen. Also, Drehleier, was ist das für ein Ding? Hat nichts mit Gebläse zu tun, auch nichts mit Drehorgel, das ist das Schöne, sondern in der Mitte ist dieses lustige kleine Schwungrad, das von dieser Kurbel angetrieben wird. Könnte man stundenlang machen, ist ohne Geräusche aber ein bisschen langweilig. Deswegen gibt es Melodieseiten, gleich zwei, damit es lauter wird. Es gibt sogar Drehleier, die haben bis zu 4, 5, 6, ach Gott, da ist der Kreativität keine Grenze gesetzt, da kann man die Tonart wechseln. Ach, ist zu viel, ich kann nicht mal Noten lesen, deswegen zwei Seiten reichen vollkommen. Die werden verkürzt, indem man hier unten auf Tasten drückt und die kleinen Hölzchen gehen gegen die Seite. So wie Greifen bei der Geige. Ja, wenn man so Drehleier spielt, hat das irgendwann was von Zähne ziehen. Ja, das ist auch furchtbar. Deswegen gibt es Bordunsaiten. Das sind die vier Dinger hier drum. Drei benutze ich. Das eine wäre die andere Tonart. Die machen nichts anderes. Die ganze Zeit die gleiche Geschichte. Jo. Und dann ist irgendwem was passiert. Ich habe keine Ahnung wie, aber ich glaube, irgendwann war ein Drehleierbauer ein bisschen schlampig oder hat nicht aufgepasst und hat den einen Steg nicht richtig angeklebt. Das ist die Schnarre. Wenn man jetzt kleine Schläge auf die Kurbel gibt, während man dreht, ich habe jetzt nur die Schnarre drauf, wenn man kleine Schläge gibt, kommt ein Geräusch. Das sieht man an der komischen Hand, die hier rumhüpft. Das heißt, man macht den Rhythmus und die Melodie gleichzeitig, dadurch, dass dieses Ding hier hüpft. Wenn ich es festhalte, kann ich an der Kurbel machen, was ich will, weil sie hat nichts. Wenn ich loslasse, kommt der Ton. Und das ist eigentlich das, was man üben muss. Die Knöpfe hat man irgendwann drauf, das ist nicht. Oh Gott, irgendwann weiß man, was man drücken muss. Aber das mit der Schnarre, das ist echt nervig, weil dann die Hand was ganz anderes machen muss wie das. Und gerade bei Männern, oh Gott, zwei Gehirnhälften, wenn wir sie überhaupt haben, das dauert. Also. So, und da ich hier in der prallig Sonne sitze, verstimmt sich das auch mal gern. Wichtigste Ausrede des Spielmanns. Ja, das Wetter und das ist doch. Ach, das klingt deswegen, weil. Und sie hat im Regen gelitten, ne? Bitte? Und sie hat im Regen gelitten. Ja, im Regen gelitten. Die Sonne jetzt und oh Gott. Jetzt klingt es einigermaßen. So, jetzt für diesen Mann hier. Endlich mal nicht so ein magersüchtiges Frettchen, wie man sonst sieht. Ein echter Mann mit einem Bauchmuskel, wie ich auch. Und all diesen echten Männern. Passt, der ist auf dem guten Weg. Widrig den folgenden Tanz, den Bärentanz. Wenn der Bär will, kann er sich jetzt nackt machen und dazu tanzen. Ohne Schnarre. Man achte auf die Hand. Gesichtsausdruck!